Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eines 19 PS4 hier auf der Fortuna in Rügen. So, wir werden als erstes heute mal unseren Milch-LKW wieder zurückschaffen. Denn ich denke mal, wir haben erstmal genug Milch verkauft. Wir haben ja auch keine mehr. Dann sollten wir nochmal nach Wachstumsstadius gucken, ob sich hier was getan hat. Aber so wie es mir optisch aussieht, ist da keine weitere Wachstumsstufe dazugekommen. So, und dann werden wir als erstes oder als nächstes, werden wir dann Stroh fahren. Beladen hatten wir ja unseren Trecker schon. Eigentlich könnten wir den Anhänger ja gleich unter dem neuen Kuhstall hier unter das Dach stellen. Da geht er eigentlich auch ganz gut. Den hatten wir ja sonst bloß hinten am anderen Kuhstall an der Stirnseite stehen. Ich denke mal, den können wir hier drunter platzieren, der steht eigentlich deutlich besser. So, ein LKW brauchen wir natürlich, denn wir müssen ja dann hier noch weiter Wasser fahren. Also nicht wie viel Wasser jetzt noch drin ist hier. Also hier habe ich 3% raus, egal. Dann haben wir erstmal hier mit dem Stroh starten. So, dann einmal hier durch den Kuhstall. Ich hoffe mal, die Kühe gehen weg. Machen sie natürlich nicht, ne? Soll das auch noch für die Schweine reichen? Und dann mussten wir ja eigentlich nur noch jetzt ist bei den Hühnern Sauerkeit 0%. Habe ich mich dabei letzten Mal so verguckt. Sauberkeit 0%. Dafür brauchen wir noch Wasser. Und hier brauchen wir noch Mischration am großen Kuhstall. Hier wird es fast noch ewig dauern, ehe wir da was nachfüllen müssen, weil 70.000 sind jetzt noch drin an Mischration und über 200.000. Ein Silage und Heu. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt Mischration ausgehen lassen, ob dann die Silage und Heu noch verbraucht wird, weil raus kriegt man es ja nicht wieder.
So, hier einmal wieder ausladen. Falsche Seite. Macht der Gewohnheit, ne? Große Nachfrage bei Spinnerei. Spinnerei will definitiv Wolle haben. Ne? Da ist natürlich jetzt die große Frage, ja, was für ein Preis. Achso, hier wollten wir gucken. Wachstumsstufe hat sich noch nichts getan. Wolle sind 1400 an der Spinnerei. Und eine Wirtschaftsprognose bei Seasons sieht so aus bei der Wolle, dass das ein fallender Preis sein soll. 1400 war der Höchstpreis. Eigentlich hätten wir die Wolle schon verkaufen müssen. Aber ja, clevererweise mal verpasst, ne? Gut, könnte man dann als nächstes auch mitmachen. So, aber eigentlich sind wir hier noch offen, noch beschäftigt mit Tiere versorgen. Aber in dem Hühner liegt noch gar nichts da. Doch ein kleiner Haufen. Und das soll ausreichen, um 100% perfekt zu sein. Jo, haben wir natürlich mal klasse nicht durchs Tor gepasst. Also 16 Liter Weizen haben wir eingesammelt. Noch mal drüber fahren. Jetzt ist er weg, jetzt haben wir schon wieder reingekippt. Wenn wir Schaufel zur Stelle gestellt haben. Bleiben wir natürlich hängen. Sammeln wir nichts weiter ein. So, die lassen wir hier stehen. Fahren mal hier weiter Wasser.
verlangt nicht mehr. Bei den Schafen passt mir nicht allzu viel rein. Da müssten die jetzt eigentlich schon weitestgehend versorgt sein. Genauso sieht es aus. Hühner ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und bei den Kühen fehlt beim großen Stall bei der Mischration. Und Wasser bei den Schweinen. Das haben wir ja jetzt hier mit am Start, das Wasser. Ich weiß nicht, ob die 18.000 Liter reichen. Gereicht. So, dann kommt der zurück zum Hof. So, dann nehmen wir den Trigger hier nochmal. Wir machen jetzt noch hier die Ladung Mischration leer. So, reicht das überhaupt, was wir jetzt hier drin haben? Ja, doch, reichen müsste es eigentlich. Soll ich mal noch was anderes gucken? Und zwar... Ach, 500 Kühe gehen rein, okay. So, 14.000 Liter sind noch drin. Wenn wir dann einfach mal hier an der Ecke. Oder tauschen wir gleich aus. Eigentlich könnte man auch gleich austauschen. Dann müssen wir einmal leer machen. Ja, den können wir ja dann nur über der Garage verkaufen. Geht hier leider nicht anders. Da hätten wir dann sozusagen einmal... den hier. Weil... größer. Hier der Aufsatz. Gut, kriegt man knapp 90.000. Da kriegen wir 90.000 und der neue kostet dann, glaube ich, wo finden wir den jetzt? Ich müsste der ja hier mit sein, ne? Und der neue kostet dann 141.000.
Aber sind eben 45.000 Liter, die reingehen. Gut, leer ist er. Dann hängen wir ihn einmal ab. Altgarage. So rum. So, verkaufen wir das Teil einmal. Und dann halt nicht den für Silos, den brauchen wir, den hier einmal. So, und dann kaufen wir uns einmal den neuen. Design können wir noch ändern, okay. Da ändern sich die Räder. Ja, das ist nicht entscheidend. Wir brauchen dann 240 PS für das Teil. Das sollten wir gerade so mit unserem MF haben. Da haben wir rund 50.000 ausgegeben von den größeren Hängern. Das geht schon. So, werden wir gleich einmal testen, ob er funktioniert. Aber davon gehe ich aus. Es beginnt natürlich die große Rechnerei. Ich würde sagen, 10.000 Stroh, 15.000 Heu. Stroh müssen wir hier mitnehmen. Und 25.000 dann, und dann haben wir 20.000 Silagen, müsste es eigentlich passen, ne? Heu hat man ja hier ins Hauptsilo auch mit reingefahren. So, Heu haben wir ja auch 104.000, also bis 25 müssen wir jetzt auffüllen. So, den Rest müsste jetzt die Lage rein, ne? In der Hoffnung, dass dann die Mischung stimmt. Aber sieht ganz gut aus, die Lage wird schon grün, ist genug drin und Stroh ist jetzt auch nicht mehr zu viel drin, passt. Könnte sogar noch ein bisschen mehr. Da weiß ich nicht, will mehr Stroh. Oder? Nee, Mischung ist so gut, ist alles grün, können wir so beibehalten. Haben wir natürlich jetzt hier eine richtige Ladung. So, den stellen wir jetzt hier vorne drunter. Ne? Halt, fahren wir so rum drunter? Ne, wir fahren anders drum drunter. Den Ausladen wird funktionieren, also wenn es reingeht, geht es auch raus. Denke ich schon mal. Und dann stellen wir den hier an der Seite drunter. Haben wir 45.000, wir haben ja auch noch was so angemischt, also das Mischration reicht schon noch ein ganzes Stück. Aber das soll es auch gewesen sein für heute. Morgen wie gewohnt an selber Stelle geht es hier weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.